Hallihallo, hallöchen, meine lieben Leute da draußen vor den PCs. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Never Alone. In der letzten Folge haben wir ein neues Video freigeschaltet und das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Menschentöter, da ist es. The recurring type of character in Inupiaq stories is the Manslayer, and the Manslayer is kind of this bad guy, and I think really what's at risk when the Manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the Manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself, always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent who faces that Manslayer is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Oh ja, das wünscht sich wirklich jeder. Das Ganze. Also, gut, der Menschentöter steht für eine böse Gemeinschaft und über alle eine gute Gemeinschaft. Und darum bin ich froh, dass ihr meine Gemeinschaft seid. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Da kann ich so bedenken. Okay, gespannt. Ich muss ja jetzt mal runter. Achso, oh gut. Gott sei Dank. Oh, verdammt. Leute, 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 Leute. So schön gemacht, so schöne Bildchen. So schön. Das ist unglaublich. Wenn ich mich bücke, bringt's nichts. Wenn ich. Liberxiarolum kangitka ibaqtani inyuk pasumaroq
Ule mag tohalu apun, scher mit taranra. Asi pichirun mit silamun, scher majaktitlu. Scher majaktin maung apun, andore mag kuahariga, asi agenirochtitlu, tunganun. Nivea xeagadua loom aimaaga vienu. Tavura kangitaa summan aganiruuti laanga. Kanugulunga tappiwaaneakpik. Nivea xeagadua loom kollaxeakto. Abulait kaan. Atau cikun majaku nerik buk. Kiwa terikan niam. Also wir haben jetzt schon mal die Ursache unseres Problems gefunden, wo ich sehr glücklich drüber bin, Leute. Wow.
Alter, was für ein Scheißfuchs bist du denn? Ihr habt doch umgeschaltet. Oh, scheinmodig. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Was? Ich war doch da dran. Mann. Das ist blöd. Das ist richtig blöd, dass das jetzt manchmal so, ja.
Schadensfall. Gut. Durchatmen, alles ist gut. Ah ja, jetzt habe ich wirklich nicht umgestellt, ey. Komm schon. Ja, war klar, dass jetzt wieder in einen kommt, wo ich unten bin, ne? Ach Mensch, ist doch blöd.
Leute, es ist kompliziert. Es ist wirklich. Wieder. Das ist kompliziert. Oh, ich brauchte gar nicht. Cool. Ja. So, liebe Freunde der Nacht, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit unserem kleinen Geisterfunktion und unserem kleinen süßen Mädel von Never Alone, dann schaltet doch wieder in der nächsten Folge ein von Never Alone. Denn für heute ist jetzt erstmal Schluss. Wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wenn nicht, macht einen Daumen runter. Mir egal. Ich finde beides gut. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann!